Und glaube ich, Ihnen damit auch was mit auf den Weg gegeben zu haben, dass Sie wissen, was das bedeutet und wie man das aufzufassen hat und wie man schon helfen kann. Würden Sie daran geglaubt haben, wenn Sie einen Ihrer Nähe haben, der verrückt ist, der nicht mehr auf seinem Platz ist? Na, würden Sie daran glauben? Ja oder nein? Würden Sie daran glauben? Sprechen Sie die Wahrheit? Ja, ja oder nein? Ja? Ja. Sie würden ihn wieder zurechtrücken, oder? Ja, also, mithelfen. Wenn so in Ihrem Wohnbereich ein Mittel verschoben worden ist, wissen, da ist der Platz, da gehen Sie nicht so. Sehen Sie? Nein, da brauchen Sie jetzt gar nicht so weit gehen, schon von beiden. Wir hatten das wieder gemacht, steht nicht auf seinem Platz. Schaffen Sie gleich die Ordnung. Frage, schaffen Sie auch an sich selbst gleich Ordnung? Oder glauben Sie, dass Sie an Ihren Nächsten gleich Ordnung schaffen können? Ja oder nein? Natürlich muss der folgen, natürlich muss der alles tun, weil Sie das Gute wollen. Dann können Sie glauben, so Sie ihn überzeugen können, so Sie auch schon mal von dem Platz abgekommen waren, dass Ihnen das Übel da selbst erfasst hatte, dass Sie nicht mehr den festen, den bestimmten Weg gegangen sind, dass Sie schon in den Sumpf geraten sind. Dann werden Sie jeden warnen. Wenn er nicht hört, Sie wachen aber und sagen, jetzt gebe ich Acht, dass er da nicht versinkt, wie ich es beinahe wäre. Also helfen kann man immer, wenn man weiß, wie man selbst hilfsbedürftig gewesen ist, dass man die Erfahrung gesammelt hat, dass man Hilfe erhalten hatte und dadurch auch das Heil erfuhr. Das heißt, dass der Mensch sich frei fühlte von dem Unheil. Das dürfte nicht schwer sein, das zu verstehen. Nun nehmen wir nochmal, auch wieder zur Belehrung. Also den habe ich damals von dir bekommen, den habe ich mitgeschleppt durch ganz Österreich und habe ich hier noch einen. Den habe ich von Mitteldeutschland. Muss ich etwas schneller lesen. Erfolgsbericht. Am 5.10.58 erklärten Herr Otto Teichmann und Frau Anna Teichmann aus Hameln, Gertrudenstraße 18, folgendes. Ich, Anna Teichmann, litt vor vielen Jahren an mehreren Übeln, die meinen Körper befallen hatten. So musste ich in den Jahren von 1929 bis 1934 mehrere schwere Operationen über mich ergehen lassen. Die letzte Operation diente der Beseitigung von Restbeständen einer verkapselten Bauchhöhlenschwangerschaft. Sie wurde im Jahre 1934 in der Poliklinik von Professor Matthius Göttingen durchgeführt. Als ich nach der Operation aus der Narkose erwachte, waren beide Beine gelähmt. Sie blieben 14 Jahre lang bis zum 28.09.49 gelähmt. Während dieser Zeit konnte ich nur im Rollstuhl gefahren werden. Worte vermögen nicht auszudrücken, was ich in diesen Jahren gelitten habe. Dann hörten wir im Jahre 1949 etwas über die Vorträge Bruno Grönings. Menschen wurden plötzlich von ihren Übeln frei. Mein Mann, der die Hoffnung nie aufgegeben hatte, zog Erkundigungen ein. Er hatte den Glauben und das Vertrauen, denn er sagte schon öfter, es wird noch einmal ein Wunder geschehen. Durch Gröning wird dir geholfen. Ich glaubte auch fest. Es wurde zum Entschluss, wir mussten zu Gröning. Es gab sich die Möglichkeit, mich im Rollstuhl in einem Backwagen nach Rosenheim zu transportieren, wo Gröning im Traberhof Vorträge hielt. Die Menschen strömten oft zu Tausenden zum Traberhof. Wir hatten Glück. Denn wir brauchten am 28.09.49 nur einige Stunden zu warten. Mit uns waren an dem Tag nur etwa 100 Menschen dort, im Raum. Endlich konnten wir zu ihm. Er sprach von Gott, vom Glauben und von den Menschen. Ich erinnere mich der Worte, die er dann sprach.
Bitte stehen Sie auf, Sie können laufen. Ich verspürte die Kraft und hatte den festen Glauben. Ich konnte mich erheben und gehen. Die Stöcke fielen weg. Es ging zwar erst langsam, denn das Blut, das mir in die Beine schoss, musste erst richtig zirkulieren. Ich ging, ich war frei, wir dankten Gott. Wir waren nur 3/4 Stunden mit Herrn Gröning zusammen gewesen. Ich ging selbst mit meinem Mann, der nun den Rollstuhl leer schob, zum Bahnhof zurück. Wir fuhren nach Hameln. Einen Tag später reiste ich mit Verwandten für 4 Wochen nach Osnabrück. Nach Rückkehr aus Osnabrück traf ich meinen Arzt Dr. Schmidt Hameln, der mir sagte, dass in meinem Fall ärztliche Kunst nicht mehr helfen konnte. Er gab zu, dass dies der einzige Weg war. Dr. Labenske, der medizinische Fachberater der Wochenzeitschrift Das Neue Blatt in Hamburg ist, sprach mit Dr. Schmidt über meinen Fall und nahm dann meinen eigenen Bericht über alles Geschehene schriftlich für seinen Tatsachenbericht über Bruno Gröning im Neuen Blatt auf. Nach meiner Heilung durch göttliche Hilfe erlebte ich keinen Rückschlag bzw. Rückfall mehr. Ich und mein Mann haben uns von der Wahrheit überzeugt und wir glauben. Es ist die reine Wahrheit. Ich habe von Gott durch Bruno Gröning meine Gesundheit zurückerhalten und fühle mich Gott gegenüber immer zu Dank verpflichtet. Ich bringe den 6. Oktober 1958, Anna Teichmann, Otto Teichmann. Es wäre wundervoll, wenn Sie immer so einen Bericht vorgelesen erhalten würden. Stimmt's? Wer sagt nein? Melden Sie sich ruhig. Sagt keiner nein. Also wollen Sie immer solche Berichte hören? Dann frage ich Sie, Freunde, wer hat diese Menschen gelehrt? Sie waren doch nur in einem Raum, Sie hatten sich darauf vorbereitet. Wie Sie hieraus hören, war der Mann schon lange dabei, der daran glaubte und seine Frau den Glauben nicht verloren hätte. Hätten Sie daran geglaubt, dass Sie einen Menschen, der 14 Jahre lang einen Körper gelebt hat, dass er wieder mal frei werden wird? Sprechen Sie offen. Sagen Sie, wenn ich mit dem Finger auf Sie zeige, ja oder nein? Nein. Nee. Etwas lauter. Ich will weiter nichts hören. Ja oder nein? Hätten Sie geglaubt, bevor Sie noch hierher kamen, das schicke ich voraus. Ja oder nein? Nein. Nein. Gut sagen, aussprechen, das Nein will ich hören. Nein. 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 Und was habe ich für Sie getan? Ich habe daran geglaubt. Was habe ich jetzt gerade getan? Was muss ich tun, wenn ich so einen Menschen vor mir habe? Auch wenn Sie in dieser Lage wären. Ich glaube aber, es fragt sich, ob Sie sich schon darauf vorbereitet haben, den wirklichen Glauben jetzt anzunehmen. Sehen Sie, da ist alles gelöst. Darauf kommt es an. Ohne Vorbereitung ist nichts zu machen, nichts zu wollen. Der Mensch lehnt es einfach ab. Er glaubt nicht. Er glaubt nicht mal an sich selbst. Er glaubt nicht mal an das Gute, das er für sich, für seinen Körper nötig hat. Das ist eine kleine Form, das heißt, wie ich für Sie glauben muss. Auch immer glaube. Aber ob ich diese meinen festen Glauben, von dem ich überzeugt bin, auch anbringen kann, das ist eine Frage. Eine Frage dieser Zeit, in der wir beisammen sind. Das ist die Frage. Sie schlafen. Förmlich schlafen Sie. Bequem sind Sie, wie Sie es gewohnt sind. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dass ich Ihnen die Wahrheit sage, dann kann ich gehen. Macht mir nichts aus. Aber ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Das liegt an Ihnen selbst, nicht an Gröning. Ich bin immer darauf eingestellt, ich bin immer darauf vorbereitet. Auch wie wenn ich komme. Und so ich hier bin, erst recht bin ich darauf eingestellt. Ohne Vorbereitung komme ich nicht. Und ich bitte und bete auch für Sie, dass Sie nur den Glauben, den wirklichen Glauben annehmen,
wie sie es nötig haben für ihr weiteres Leben, für ihren eigenen Körper. Das nicht ich, sondern das Gott für sie bestimmt hat. Also das heißt, das Göttliche bestimmt annehmen. Darauf kommt es jetzt an. Vielen Dank, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Hätte einer Ja gesagt, dann hätte ich Ihnen noch mehr sagen können. Ich danke Ihnen dafür. Frage, würden Sie heute daran glauben? Ja. Heute würden Sie daran glauben. Warum? Weil Sie einiges an sich selbst und auch schon an den Körper Ihres Nächsten erlebt, beziehungsweise gesehen. Oder aber gehört haben, es gibt noch was anderes, es gibt doch noch was Bestimmtes, von dem wir nichts gewusst, an das wir noch nie geglaubt haben. Sehen Sie aber so weit den Menschen es führen. Nein, jetzt wissen Sie die Bedeutung dieser Stunde. Heute und so auch immer. Es ist immer heute, wenn Sie gegenwärtig sind, ist immer heute für Sie. Sind Sie nicht gegenwärtig, ja, dann leben Sie ja zurück. Dann kommen Sie wieder in den Dallas. Dann kommen Sie wieder in die Schwere. Dann befällt Sie der Schwermut, von dem Sie einst befallen waren. Will ich Ihnen eine ganz kleine, kurze Geschichte, aber eine wahre Geschichte, berichten. Ein Mensch, der nur zurückgesonnen hat, das heißt, als er sich abends zu Bett legte, das ist ein Mädel, und dachte zurück, ich spreche jetzt so, blöd, wie Sie immer sprechen. Ich sage blöd, es ist blöd gesprochen. Ich kann nicht denken. Aber gleich. Dachte zurück an die zurückliegende, an die schwere, an die schreckliche Zeit. Und dann dachte sie weiter zurück an die schöne Zeit ihrer Jugend, wie sie mit den Eltern, mit ihren Geschwistern, mit den Verwandten und Bekannten beisammen war. Es war herrlich. Ja, und dann wieder zurück in die böse Zeit. Die böse Zeit hat alles ausgelöscht. Ja, und wo sind die? Lebt noch einer von diesen? Was mag denen passiert sein? Und so viel ist mehr und so verfiel sie im Trübsal. Verfiel sie dem Bösen, weil sie sich mit dem Bösen befasst hatte. Und was geschah? Über Nacht. Sodass sie kein Glied ihres Körpers bewegen konnte. So wie sie sich hinlegte, so wie sie nachts dann auf dem Rücken liegen, so lag sie noch am Morgen. Als sie geweckt wurde, konnte sie nicht aufstehen. Kaum sprechen. Alles war gelähmt. Also hatte sie sich selbst vergessen, mit dem Bösen verbunden. Und diese böse Gedankenwelt hat sie um die Kraft ihres Körpers gebracht. Denn da brauchte sie Kraft, da brauchte sie Energien. Die hatte sie verausgabt und konnte jetzt keine mehr aufnehmen. Folglich konnte sie auch nicht ein Glied bewegen. Nichts. Nicht einmal so, wie ich jetzt den Daumen hier bewege. Nicht im geringsten. Und so liegt dieses Menschenkind, sei es damals über 10 Jahre, ohne sich rühren zu können. Sagt Ihnen das nichts? Sehen Sie, da macht sich das Böse ganz stark bemerkbar. Wenn Sie jetzt weiter grübeln würden und immer wieder sich mit diesem Bösen beschäftigen, dann würgen Sie sich selbst und auch damit Ihren Körper herab. Dann sind Sie nicht mehr Herr Ihres Körpers, weil das Böse Sie um die gute Kraft bringt. Und Sie werden kraftlos sein. Und werden bald vom Bösen erfasst. Also wenn Sie es weiter so tun wollen, wenn Sie noch keine Lehre daraus gezogen haben, bitte, tun Sie es mal. Aber einiges davon haben Sie ja schon gekostet, auch in Ihrem eigenen Leben. Über so ein Wissen verfügen Sie auch. So, ich habe es immer so gerne. Nicht versteckt. Das ist gar nicht gut. Das haben Sie schon erlebt. Also? Haben Sie noch keine Lehre daraus gezogen? Wenn Sie mal zurückgesonnen, zurückgedacht an das zurückliegende Böse, waren Sie nicht traurig?